dürfen nicht zum Sündenbock gemacht werden. Ganz klar richten wir unsere Demonstrationen deshalb auch gegen rechtspopulistische Strömungen, wie zum Beispiel die AfD, die heute an unserem Feiertag nichts Besseres zu tun hat, als ihren Parteitag abzuhalten. Anständige Menschen gehen entweder auf eine Demonstration des DGB und feiern den Tag der Arbeit, oder sie bleiben wenigstens zu Hause. Im Internet kann jeder nachsehen, aus welchen Ecken die führenden Leute aus der AfD kommen. Das sind alles sehr gut betuchte und sehr gut bezahlte Menschen, die haben mit uns, die täglich ihre Arbeit verrichten, so gut wie gar nichts zu tun. Ich bin sehr stolz auf meine Stadt und sage noch einmal Danke. Danke an alle, die ihr in den letzten Monaten mitgeholfen habt. Unsere Aufgabe ist es, die, die in den letzten Monaten zu uns gekommen sind, in Ausbildung und Arbeit zu bringen. Das gilt natürlich auch für alle anderen, die derzeit ohne Arbeit und eigenes Einkommen sind. Und wir müssen allen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind, deutlich machen, dass wir niemanden, wirklich niemanden aus dem Auge verlieren und keine erforderliche Hilfe versagen. Und wenn nun Populisten von rechts ankommen und uns weismachen wollen, Flüchtlinge oder Einwanderer seien die große Gefahr für unsere Gesellschaft, dann sage ich, nein, die Gefahr liegt ganz woanders. Die Gefahr, die ich sehe und auch hier leider in unserer Stadt erlebe, dass rechte Parteien versuchen, mit den Ängsten und Sorgen der Menschen Politik zu machen. Ihre einzigen Inhalte sind, gegen Geflüchtete und Remscheider islamischen Glaubens zu hetzen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich bin Remscheid-Tolerant sehr dankbar, dass man immer wieder dazu einlädt, sich gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit zu stellen. Wir brauchen einen starken, handlungsfähigen Staat, aber keinen Staat, der die Leute gegeneinander aufbringt und ausspielt, sondern einen Staat, der Sicherheit und Zusammenhalt gewährt. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, gegen diejenigen, die dieses Land spalten wollen. Wir brauchen kein Pro-Deutschland und keine AfD, deren Politik lediglich darauf abzielt, Menschen auszugrenzen, die Lösungen vorgaukeln, die keine sind, sondern die sogar bereit sind, auf flüchtende Frauen und Kinder zu schießen. Es gibt ja Dinge, wenn sie einmal da sind und sich länger so etabliert haben, ob das Leiharbeit ist, ob das Dauerbefristungen sind, ob das der Missbrauch von Werkverträgen ist oder eben auch die vielen Demütigungen, die mit dem Hartz-IV-System verbunden sind. Viele haben sich damit abgefunden, weil sie denken, na, das ist doch nun mal so. Aber ich finde, es gibt keinen Grund, sich mit solchen Verhältnissen abzufinden. Wir sind eine Gesellschaft, die ist für die Mehrheit da und vor allem für die Menschen, die den ganzen Reichtum in diesem Land erarbeiten. Und wenn diese Menschen nicht mehr gut leben können, dann läuft etwas grundsätzlich schief. Und ich finde, es läuft sehr, sehr viel schief in diesem Deutschland. Und mal ehrlich, also wenn ich mir die Typen angucke, die uns dann immer allen erklären, dass mehr doch gar nicht finanzierbar ist. Man verhandelt jetzt irgendwie über 8,80 Euro oder sowas. Und dann erklären sie uns wortreich, ja, mehr ist leider nicht finanzierbar, mehr ist leider nicht drin. Und dann gucke ich mir diese Typen an, die uns das erzählen. Wer ist denn das? Das sind Arbeitgebervertreter, das sind Politiker. Und dann überlege ich mir, würde auch nur einer von denen einen einzigen Monat überdauern können, wenn man ihm für seine Arbeitsleistung 8,50 Euro bezahlen würde? Nein, das würden sie nicht. Sie können sich offenbar gar nicht vorstellen, wie man davon leben kann. Und umso mehr muss man ihnen verdeutlichen, das reicht nicht zum Leben. Und gerade in den letzten Jahren ist doch die Kluft immer größer geworden. Selbst der mittlere Lohn ist heute in etwa auf dem Niveau, auf dem er schon mal zur Jahrtausendwende war. Gar nicht zu reden von den kläglichen Löhnen, die im Niedriglohnsektor bezahlt werden, der ja auch immer größer ist. Seit Jahren erzählt uns die Politik, wir hätten einen tollen Wirtschaftsaufschwung, die Wirtschaft würde boomen. In den Gewinnstatistiken sieht man das. In den Vermögensstatistiken auch, aber nur bei den oberen 10.000, während die Mehrheit der Menschen in diesem Land trotz Wirtschaftsaufschwung Vermögen verloren hat. Das zeigt der jährliche Armutsbericht immer wieder ganz, ganz deutlich. Und auch damit dürfen wir uns nicht abfinden. Das sind Verhältnisse, die geändert werden müssen.
ich hatte eben schon mal kurz das Thema Rente angesprochen. Ich finde es ganz wichtig, dass die Gewerkschaften jetzt, und das haben sie auch vor, den Parteien, die regieren, der Großen Koalition Beine machen und wirklich sie zwingen, bei der Rente endlich wieder etwas zu verändern. Es kann nicht sein, dass ein Durchschnittsverdiener heute Angst haben muss, im Alter arm zu sein. Und nicht nur Angst haben muss, sondern er wird bei der jetzigen Situation im Alter arm sein. Und auch das ist doch überhaupt nicht akzeptabel. Also zu erzählen, dass in einem reichen Land wie Deutschland, dass es hier nicht finanzierbar sein soll, dass Menschen, die ihr Leben lang hart arbeiten, ihren Ruhestand in Würde und in sozialer Sicherheit genießen können, dass das nicht möglich sein soll. Also wer Ihnen das erzählt, der lügt. Die ganze Rentendebatte ist sowas von verlogen. Natürlich können wir ordentliche Renten uns leisten. Wir brauchen nur eine Wiederherstellung der gesetzlichen Rente. Die ist doch kaputt gemacht worden. Das waren doch politische Entscheidungen, die Sie immer weiter abgesenkt haben. Deshalb wächst jetzt die Altersarmut. Und wenn jetzt die Politik plötzlich zum Glück wenigstens vielleicht begreift, was sie da angerichtet hat, dann muss man ihr Beine machen, dass sie das wieder zurücknimmt. Diese Rentenkürzungen gehören nicht fortgesetzt, sie gehören zurückgenommen, weil sie eben Millionen Menschen in die Armut stürzen. Und eine andere Sache, die immer mehr um sich greift, gerade auch für junge Menschen immer dominanter wird, ist ja das Unwesen der Dauerbefristungen. Ein befristeter Vertrag nach dem nächsten. Gerade junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben es inzwischen ganz schwer, noch dauerhafte Verträge zu bekommen. Aber was heißt denn eigentlich Dauerbefristung? Das ist ja nicht nur ein Mittel, die Löhne zu drücken, weil der Arbeitnehmer sich da nicht mehr wehren kann. Dauerbefristung ist ein Angriff auf Grundrechte, zum Beispiel ein Angriff auf das Streikrecht. Weil wer dauerbefristete Verträge hat, wer immer nur weiß, dass er fürs nächste Jahr zum Beispiel beschäftigt wird, ja, der traut sich doch gar nicht mehr zu streiken. Das heißt, wenn die Politik es zulässt, dass sachgrundlos befristet werden kann, dann hat sie damit zugelassen, dass ein Angriff auf das Streikrecht in diesem Lande legalisiert wurde. Und ich finde, das darf nicht akzeptiert werden. Das ist unmöglich. Und das, was die Politik vorhat mit den weiteren Kürzungen in den nächsten Jahren, das wäre auch wieder noch mehr Umverteilung von den Älteren zu den Reichen und nicht etwa zu den Jungen. Und ich finde, das müssen wir immer wieder artikulieren. Wir durchschauen euch. Ihr macht nicht Politik für die Jungen. Ihr macht Politik für die Unternehmerlobby und für die Finanzwirtschaft, die natürlich sehr davon profitiert, dass es diese unsäglichen Riester-Produkte gibt. Die Riester-Sparer sind doch faktisch die Goldesel der Versicherungsbranche, die sich natürlich freut, wenn sie mit ihren fetten Provisionen verdienen kann und der Staat noch was obendrauf zahlt. Und natürlich kann man sich ja auch in anderen europäischen Ländern umgucken. Es gibt Länder, wo das Rentensystem deutlich besser ist als in Deutschland. Zum Beispiel in Österreich. Und das österreichische System hat nicht nur ein wesentlich höheres Rentenniveau und übrigens auch eine Mindestrente für jeden, der 15 Jahre eingezahlt hat, von 1030 Euro. Nicht nur das, sondern das Spezifische des österreichischen Rentensystems ist eben, dass alle einzahlen, alle in eine Kasse. Also nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Selbstständigen, die Beamten, die Politiker, alle in die gleiche Kasse. Und ich finde, das brauchen wir in Deutschland auch. Das ist dringend notwendig. Und dann lässt sich natürlich auch wesentlich mehr finanzieren. Oh, jetzt ist meine Stimme, glaube ich, so ein bisschen am Limit. Deswegen, also es gibt ganz, ganz viele Themen, wo sich in diesem Land ganz viel ändern muss. Und ich finde, dafür müssen wir kämpfen. Wir müssen kämpfen für ein sozialeres Land. Wir müssen kämpfen für ein demokratisches Land. Und das schließt aus, dass es irgendwelche unsäglichen Verträge wie TTIP und CETA geben kann, die die ganze Demokratie noch mehr untergraben würden. Auch das ist ein gewerkschaftliches Anliegen. Und da müssen wir alle dabei sein und alle zusammenstehen. Und wir müssen auch kämpfen dafür, dass das Steuersystem endlich wieder gerechter wird. Es kann doch nicht sein, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und da stellt sich Herr Gabriel von der SPD hin und sagt, aber die Vermögenssteuer, die ist nicht mehr zeitgemäß.
Also ich frage mich mal, wie groß soll die Schere zwischen Arm und Reich noch werden, ehe auch der SPD-Chef begreift, dass die Vermögenssteuer verdammt nochmal überfällig ist, weil wir endlich mehr Geld in den öffentlichen Kassen brauchen. Es ist doch nicht so, dass die schwimmen, sondern die haben ja kein Geld. Das ist ja wirklich so in den Kommunen, in den Städten. Und wir haben aktuell ja das Problem. Im letzten Jahr sind sehr, sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Die müssen jetzt integriert werden und das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe. Und natürlich kostet das Geld. Und ich finde es perfide, wie die Bundesregierung sich hinstellt und die Städte und Gemeinden zum großen Teil damit alleine lässt. Und wenn man das nicht will, dann muss man mehr Geld in die Kassen holen. Und in dem Sinne, uns allen einen tollen 1. Mai und ein kämpferisches Jahr. Ich danke euch. Applaus